Hallo liebe Leute, ich hoffe, dass es euch gut geht. Heute habe ich für euch einen Gedankengang vorbereitet. Man kann auch Gedicht sagen, Gedichte müssen sich nicht immer reimen. Ist euch schon mal so passiert, dass ihr ein Gedicht gelesen habt oder einen Gedankengang irgendwo gelesen habt? Da habt ihr euch das dazu vorgestellt. Und dann habt ihr ein paar Wochen später dasselbe nochmal gelesen. Es wird vielleicht anders da aufgelegt und ihr habt das Ganze komplett anders empfunden. Also mir geht es eigentlich so. Und ich habe mir vorher gerade das durchgelesen, weil ich tue mich mal ein bisschen vorbereiten. Und ich habe hier komplett was anderes gespürt bei dem Gedankengang, was ich da aufgeschrieben habe. Möchte ich jetzt nicht vorbehalten. Den werde ich jetzt vorlesen. Und der Gedankengang heißt: Komm, lehn dich an. Wenn du mich brauchst, dann suche nicht lang. Wenn du alleine bist, dann bin ich dir ganz nah. Denn ich weiß, dass du mich heute brauchst. Dann lehn dich zu mir, denn ich gehöre zu dir. Komm, lehn dich an meine Schulter ran. Komm, lehn dich an und wein dich bei mir aus. Vertraue mir ganz. Bei mir bist du zu Haus. Komm, lehn dich an meine Schulter ran. Wenn du mich brauchst, bin ich für dich da. Glaube daran, diese Liebe ist so stark, und wenn sie kommt mit allen ihren Wundern, dann lehn dich an meine Schulter ran. Lehn dich an, egal was auch passiert, lehn dich an meine Schulter ran. Komm, lehn dich an meine starke Schulter. Komm, lehn dich an mich ran. Hört sich das bei ein paar mehr an. Und jetzt mal, vielleicht habt ihr ein anderes Gefühl dabei und kommen euch andere Gedanken dazu. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Und wisst ihr, gesund bleiben.